Какой раз переделываете-то уже? А? Какой раз переделываете эту яму? Für den Sprüheinsatz sind die Straßenfertiger mit einem Sprayjet-Modul ausgestattet. Aus einem konventionellen Fertiger wird so ein hochmoderner Sprühfertiger. Beim Sprühverfahren wird in einem Arbeitsgang die Bitumenemulsion vorgesprüht und nahezu zeitgleich der offenporige Asphalt eingebaut. Sonntagmorgen 4 Uhr. Eine der letzten Ladungen Mischgut wird angeliefert. Das Team der Firma Kutter hat es geschafft. Schneller als geplant. Wenn Sie das nächste Mal an einer Baustelle im Stau stehen, ärgern Sie sich nicht. Eines ist sicher: Diese Menschen geben alles, dass sie sicher ans Ziel kommen. Sonntagnachmittag. Die Fahrbahn ist komplett markiert. Münchens Hauptverkehrsschlagader ist wieder frei befahrbar. In Rekordzeit haben die Straßenbauprofis der Firma Kutter. Отлично, отлично. По-моему, здесь уже готов. По-моему, готов. Ребят, как кладется? Ровно. По-моему, неплохо. И нанотехнологии включают в себя ведро, лопату и метлу. Отлично. Хочу порадоваться за наши российские нанотехнологии. Красота! Спасибо, снег выпал, а то бы так асфальт не положили. Так бы ждали до лета. Что-что? Подойдем, как ямы находим. Как вы считаете, ровно кладут? Нет, я говорю, подойдем, ямки не видно. Ну да. Bleibe schicker ein. Mit dabei der Vögele Super 3000-2, der größte und leistungsfähigste Straßenfertiger weltweit. Mit einer maximalen Arbeitsbreite von 16 Meter kann der Super 3000-2 bis zu 1600 Tonnen Mischgut pro Stunde einbauen. Ein Hochleistungsfertiger der Superlative.
Über die Einbaubohle am Fertiger wird der Asphaltbinder vorverdichtet. Ein halbes Dutzend moderner Tandem-Vibrationswalzen übernehmen die Hauptverdichtung. Die eingesetzte Technik und die Erfahrung der Walzenfahrer bestimmen dabei die Qualität der Verdichtung. Walzenfahren ist eine Kunst für sich, nicht nur vor- und rückwärtsfahren. Für die Produktion der insgesamt 19.000 Tonnen Mischgut laufen 5 Mischanlagen rund um die Uhr. 700 Lkw-Ladungen müssen bis Sonntagabend zur Baustelle transportiert werden. Eine echte Herausforderung an die Baustellenlogistik. Angeliefertes Mischgut wird durch einen Beschicker an den Asphaltfertiger übergeben. Als Bindeglied zwischen dem Fertiger und dem mit Mischgut beladenen Lkw kompensiert der Beschicker Anfahrstöße und Verzögerungen bei der Mischgutanlieferung. Sonntagnachmittag. Der Einbau der Binderschicht ist abgeschlossen. 4 Kilometer provisorisch befahrbare Autobahn in 2 Tagen. Ab Mitternacht kann der Verkehr in Richtung...